und willkommen zurück zu Orcs Must Die Unchained. Willkommen zurück. Bei so einer großen Map ist es mir wichtig, einen schnellen Champ zu haben. Ich werde jetzt Blackpaw spielen, wenn du Gabriella bist. Weil Cygnus ist mir zu lahm für die Map. Oh, eine Eiseneisfalle, sieht auch nicht schlecht aus. Der Wall. Lad mich ein. Du bist doch drin. Hat so lange gedauert. Jetzt zeige ich euch Blackpaw ohne Skin, damit ihr das auch mal gesehen habt. Und ich nehme mit den da und nochmal den da. Und das brauche ich nicht. Stattdessen das da. Oh, jetzt habe ich echt schon einige, die rot sind. Ja. Das da. Und brauche ich das hier nicht. Stattdessen das da. Und. Ach, die Eisfalle ist die große, die 3 breit ist. Oder sind es 4 Blöcke? 2x2. Ja. Okay, ich bin, denke ich, ausgesorgt. Aber im Endeffekt sind es 4 Blöcke, weil es gibt ja diese kleinen Fallen. Und die sind ja theoretisch ein Block. Nein, die sind 0,5. Das steht sogar so in der Info. Was? Okay. Die normalen Fallen sind 1x1. Komisches Blocksystem in diesem Spiel. Ja, aber von der Platzierung her ist es eigentlich ein kleineres Grid. Ja, und deswegen ist es ja 0,5. Macht das nicht Sinn? Nein. Nicht so ganz. Wenn du was 2x2 pixelst, dann ist das 2x2 auch kein Pixel und das andere 0,5 ist Pixel. Also. Brauchen wir hier vorne auch ein? Oh, die Map kenne ich ja. Ja, den kannst du bauen, wenn du willst. Welche Mondwächter dahin? I protect. I love traps. Here. Weißt du, was du jetzt machst? Ja. Hier kommen immer 2 Stacheln hin. Playtime! Yes, that genau. Will do nicely. Und auf die Seite, wo Eis ist, kommen dann immer noch Pfeilwände. Das heißt, ich mache jetzt mal hier den Anfang. Mehr kann ich mir nicht leisten. Okay. Sollen die Barrikaden ähnlich platziert werden hier? Barrikaden? Wie in der Dingens? Wahrscheinlich brauchen wir hier gar keine. Ich meine hier hinten. Dann. Naja, was heißt ähnlich? Müsste man das hier zusperren? Also eigentlich sperre ich hier den Mittelteil dann immer zu. Naja, je nachdem wie es mit dem Geld ausschaut. Also im Moment jedenfalls erstmal gar nichts. Hier zusperren. Ab jetzt habe ich wieder auf U gedrückt und statt auf Z. Oh, du stehst auch hier oben. Ja, schau mich an, das ist der Skinlose. Hi. Ich kann mich nicht von vorne sehen, das kann ich nämlich nicht. Ich sag dir, wenn du das Lava bitte runterschmeißen sollst. Jetzt. Halt. Brennt und danach lauft in mein Eis. Lauft nochmal ins Eis. Damit ihr wieder abgekühlt werdet. Ich dachte, das wäre eine falsche Kombo. Ja, okay, aber das ist deins. Ich baue ja kein Feuer. Ach so, das baust du nicht. Das ist dein Effekt. Ich nutze es halt, weil es da ist, auch wenn es nicht super effizient ist. Ach so, das Feuer da oben. Ah, jetzt check ich. Also ja, bleibt das sogar hier liegen für eine Weile. Was? Nein, das ist meins, dass ich dabei habe. Okay, gut, du hast also auch welches. Wusstest du? Du kennst ja noch die Feuerwaffe aus dem zweiten Teil, wo du mit Linksklick Feuerball schießt und mit Rechtsklick machst du diesen Streifen am Boden. Das sind jetzt 2 verschiedene Waffen. Okay. Soll ich erstmal mit den Stacheln weiter? Ab wann sollen wir Barrikaden bauen? Wie die anderen Stellen? Sobald wir das Problem haben, dass die Türen sich dort öffnen. Ich dachte, das wäre schon zu eng, aber okay. Oh.
Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wofür wir hier Barrikaden brauchen. Nicht? Müssen wir ihn nicht umlenken? Nö, wozu? Die sterben davor. Okay. Wenn du da so viel Fallen hinbaust, dass das geht. Normalerweise sollte das so sein, wenn du mir den 100er nicht weggeklaut hättest. Oh, ja, da stand da so. Gut, mach mit den Stacheldingern an der Wand. Ich weiß nicht, wie die heißen. Pfeilwände. Oh ja, so könnte man es nennen. Schießen mit Pfeilen und nicht mit Stacheln. Oh, lauf den einfach weg. Die sollten da niemals durchkommen, das ist unrealistisch. Kommst du jetzt von da unten? Kann man von da dann darüber springen oder was? Ja, man kann überall hüpfen. Wir können instant drücken, ich hab schon gebaut. Our enemies are breaking through elsewhere. Not now. Du könntest mir irgendwann meine Barrikaden ersetzen, wenn du Lust hast. Ah, wo? Da und überall da. Auf der Map. Aber du hast bislang nur zwei, oder? Oder ja. Vier Stück, das. Was hab ich bislang? Zwei Seiten blockiert, sagen wir so. Ja, ja. Okay, da sind zwei durchgekommen. Dann muss ich mich um die kümmern? Ja. Oh, scheiße. Ja, das hättest du mir mal früher sagen sollen. Hab nicht drauf geachtet. Ich dachte, wenn du schon bemerkst, dass du die dann auch erledigst. Die sind ziemlich. Und nicht einfach nur sagst. Ah, tut mir leid. Da kommt übrigens noch ein Ogre. Nein, ich habe ja noch keine Killbox so wirklich gebaut. Die kommt erst. Oh, habe ich den jetzt nicht erwischt. Schön, dürfen wir die Map nochmal machen. Ja. Pro Champion einmal. Ja gut. Aber trotzdem wollte ich das erst später und nicht immer direkt machen. Musst du ja nicht, wir können ja einfach weiterspielen. Nein. Das ist als inakzeptabel. Diesmal hat er keinen einzigen durchgelassen, mein guter Wächter. Ah ja, da kann er doch nicht kontrollieren, ob die an ihm vorbeilaufen oder nicht. Eigentlich ergibt es keinen Sinn, dass wir zusammen kämpfen. Richtig. Ich bin nur ein billiger Free-to-Play-Champion. Naja. Es gibt mehr als genug Spiele, wo man auch mit im Endeffekt allen Champions in jeglicher Form zusammenspielt, wo die teilweise storymäßig gar nicht Freunde sind. Ja, damit muss man leben. Denke ich jedenfalls. Warte mal, geht das von hier aus?
Ah, okay. Was machst du eigentlich mit all deinem Geld? Das frage ich mich im Moment. Aktuell behalten. Ach so, ah, okay. Und ich denke mir, ich habe nicht genug Geld, um alles zu verteidigen. Boss is on its way. Du kannst dich aber um den Boss kümmern. Und diesmal musst du dich um die Links nicht sorgen. Was daran liegt, weil da eine Killbox ist, die ich nämlich schon überall vorbereitet habe. The enemy's boss is down. Liegen ein paar Münzchen. Nur falls du einsammeln willst. Sehr gerne sogar. Ich muss nur circa wissen, wo die sind. Look out! Our defenses have been breached again. Ich konnte eine deiner Barrieren abbauen. Hast du etwa so wenig Geld? Na gut, du hast die. Nein, ich war nicht so schnell im Abbauen! Achso, das meinst du, glaube ich. War das gerade Zwergmagier? Ich bitte. Ich glaube schon. Hausin, wir haben nichts drauf achtet. Na, nee, es war der Knollarsch. Stay back! Ich geh gleich runter. Das Gute ist, so wie ich das gebaut habe, laufen die dann erstmal wieder dort hoch, bis sie dann runterlaufen, was irgendwie ein bisschen schräg ist, aber so machen sie es. Ah. Ja. War nur ein bisschen verwirrt, ob der noch stirbt. Da ist ein Wächter, denn es ist ein einzelner Gegner, schafft er. Ja, aber nicht, dass er vorbeiläuft. Aber wo denn? So, okay, Killboxen sind auf beiden Seiten, links und rechts, da wo ich stehe. Fertig. Wir brauchen eigentlich gar nichts mehr bauen. Okay. Our barricades are under attack. Na, abgesehen davon, dass das jetzt natürlich nicht kaputt gehen sollte. Wow. Naja, egal, so schlimm ist das nicht. Glaubst du, meine Barrikaden halten nicht stand, oder was? Sie sind gerade kaputt gegangen, das hat er ja gesagt. Komplett? Ja, hier wo ich bin, beide. Deswegen verteidige ich ja die Seite gerade komplett. Die waren one-hit-killed. Was sind denn das schon für Gegner, Alter? War das ein normaler Explosiver oder was Besonderes? Ganz normaler. Gibt nichts Besonderes. Kannst du das Fass runterschmeißen, wenn du Bock hast? Ah, das da? Ja, bitte. Das ist ein Stein, aber gut. Ja, ich hab total. Lass noch ein paar mehr runterrollen. Nicht nötig, der einzige Gegner. Da kommt noch ein Kronleuchter. Ah, hast du ihn erwischt. Brauchst eigentlich gar nichts mehr ersetzen. Bau einfach irgendwo was bei den Seitenlanes da. Bei den Seitenlanes? Ja, damit der Wächter quasi Unterstützung beim Kämpfen hat. Auf der rechten Seite am besten, bitte. Ach, also auf der du stehst? Ja, genau. Weil ich da jetzt nicht mehr stehe. Ach, scheiße, chaotischer Kobold. Naja, gut. The Master taught me well. This will give them what they deserve. Hä? Our traps are being disabled. Oh, das ist der Trap Deactivator. Chaotischer Kobold. Kümmer dich nicht um den, der kann nicht in den Spalt laufen. Okay. Andere hat ihn umgebracht. Nein, du warst es statt bei mir. Ernsthaft? Aber ich habe eigentlich einmal drauf geschossen. A Guardian has fallen. Zählt als dein Kill. Na gut, das ist mal mein Kill, akzeptiere ich auch. Du kannst die Guardians dann ersetzen, wenn du noch Zeit und Lust hast. Wie viele sind denn gestorben? Na einer, oder? Oder ist beide. Ach, da oben auch noch, okay. Oh.
Kommst du zurecht bei dir? Ja, also Gegner sind alle tot. Ja, ich habe hier zwei Trolle, die halten länger aus. Okay, also ich habe okay, jetzt habe ich sogar genug Geld. Ich kann den, wenn er 1000 kostet, oh, er kostet 4000, okay, vergessen. Letzte Welle. Ach, 4000, okay. Ich stehe jetzt einfach selbst hier zum Kämpfen. Aber erst gehe ich in die Mitte. Oh, das ist jetzt ein stärkerer Gaiden. Ich aktiviere mal das Feuer. Oh, Gnollgrenadiere, gut. An dieser Verteidigung ist hier in der Mitte kommen die nie vorbei. Das ist nämlich viel zu viel Zeug, was wir da bauen. Boss Minion defeated. This one is my favorite. Ich sagte, nie kommt einer vorbei. Ja, rennt nicht an mir vorbei. Okay, das ist jetzt schon die stärkere Gaiden. Das heißt, dass sich die Steine zweifach aufteilen. Geh bitte hin und töte die. Oh. Sehr gut. Alles tot. Ich lass Steine rollen. It was all me. Dance, dance, tanz, dance, dance, da 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 da. Wuhu! Das dauert gerade sehr lang. Das was? Fällt mir überhaupt nicht. Ich bin in einem ewigen Bluescreen, Hauptmenü-Screen. Jetzt kommt Sieg, schön. Ja, wenn du weitergehst, solange ich es noch nicht getan habe. Liegt daran, ich drücke sofort auf Fortfahren. Wofür soll ich warten, wie viele Punkte ich bekomme? Animationen! Und hier sehe ich auch, dass es 4 Sterne sind. 15 Minuten hätten wir gehabt. Okay. Übrigens, in dem Fenster kann man sofort oben auf Spielen drücken. Du kannst die nächsten Dinger da mit nächste Stufe und Quests und so weiter eigentlich komplett ignorieren, wenn man Zeit sparen will. Ach, du meinst auf das Grüne spielen? Ja, natürlich. Ich dachte, du meintest, es gibt einen Button, mit dem du instant das Level mal erneut starten kannst. Nein. Den gibt's nicht. Das will ich doch sehen, was da steht. Das will ich doch sehen. Ja gut, irgendwann interessiert's dich nicht mehr. Spätestens, wenn du wie ich 212 gesamt gespielte Spiele hast. 118.000 getötete Scherben. Dann machen wir das nochmal im nächsten Part. Würde ich sagen. Ja, warum nicht? Ja. Ja, bewerten nicht vergessen, ciao. Tschüss.